Servus, ich bin der Johannes von der Firma Einböck und ich stelle euch heute unsere neueste Innovation, den Jobstar Twin, vor. Die Basis ist unser bewährtes langgezogenes Parallelogramm, um möglichst viel Höhenausgleich zu gewährleisten. Zusätzlich ist das Parallelogramm mit einer Einzugsfeder ausgestattet, die dreistufig verstellbar ist, um selbst bei verkrusteten Bedingungen dem Hackeinsatz noch den nötigen Einzug zu geben. Durch das Parallelogramm über der Reihe kann ein extrem schmales Hackband von ca. 5 cm realisiert werden, während bei herkömmlichen Hackgeräten bei 8 cm ungefähr die Grenze erreicht ist. Durch das schmale Hackband können extrem kleine Kulturen viel früher gehackt werden als mit normalen Hackgeräten. Die zwei schmalen, eng an der Pflanzenreihe geführten Tasträder sorgen für optimale Tiefenführung. Die ersten ABEX-Werkzeuge sind im Winkel verstellbare Schneidscheiben mit 220 mm Durchmesser. Sie sollen dafür sorgen, dass Erdmaterial von der Reihe weggeräumt wird. Durch das Wegräumen von der Reihe wird verhindert, dass grobe Erdbrocken die empfindliche Kulturpflanze verletzen. Je steiler die Scheiben gestellt sind, desto mehr Erdmaterial wird weggeräumt. Das zweite Arbeitswerkzeug sind die Winkelmesser, die das Erdmaterial neben der Pflanzenreihe flach unterschneiden sollen, ohne die Pflanzenreihe dabei zu verschütten. Die Winkelmesser sind auf Vibrofedern montiert, die dafür sorgen sollen, dass die Winkelmesser waagrecht im Erdreich unterschneiden. Die Winkelmesser sind hinten gebogen, um den Erdfluss von der Reihe wegzuhalten. Scheiben und Winkelmesser sind beides, Werkzeuge und Schutzelemente in einem. Somit wird kein Zentimeter verschenkt. Beim ersten Hackdurchgang, wenn die Pflanzen noch sehr klein sind, wird der Fokus darauf gelegt, den Bereich direkt neben der Pflanze zu bearbeiten. Beim zweiten oder dritten Hackdurchgang kann zusätzlich ein Bypass-Zinker in der Mitte eingebaut werden, um ganz flächig zu unterschneiden. Nachlaufwerkzeuge bieten wir in zwei verschiedenen Ausführungen an. Zum einen die Fingerhacke und auch das Rollstriegelelement. Bei dem Fingerhacken ist bei kleiner Kultur ein Abstand von ca. 2 cm hier zu empfehlen. Die Fingerhacken sollten sich konstant etwas nach oben biegen, damit Druck auf den Boden ausgeübt wird. Der Druck auf die Fingerhacken kann über die Höhe des Halters eingestellt werden. Zusätzlich sollte die Feder am Ausleger immer leicht auf Spannung sein. Wichtig ist, dass die Fingerhacken am selben Ausleger montiert sind. So halten sie beidseitig die gleiche Höhe und die Kulturpflanze kann nicht umgeknickt werden. Durch das Aufbrechen der Kruste direkt neben der Reihe ist es für die Fingerhacken einfach, das übrig gebliebene Hackband leicht zu zerdrücken, ohne die Kulturpflanze auch im jungen Stadium zu verletzen. Die Fingerhacke kann somit auch im frühen Stadium sanft eingestellt werden und erzeugt trotzdem die erwünschte Wirkung. Selbiges gilt für den Rollstriegel. Bereits wenig Druck genügt, um das übrig gebliebene Hackband zu bearbeiten. Mit dieser kleinen Feder kann zusätzlich Druck vom Rollstriegelelement genommen werden. Bei bereits größeren Kulturen können die Nachläufer einfach über den Bolzen hochgesteckt werden. Das Jobstar Twin eignet sich besonders gut bei Rübe, um die Handarbeit zu reduzieren, aber auch bei Mais, Soja oder anderen Sonderkulturen. Der Reihenabstand ist stufenlos von 30 bis 75 cm einstellbar. Um ein derart schmales Hackband zu realisieren, ist natürlich eine Kameralenkung mit passendem Verschieberahmen Rogard nötig, aber das erfahrt ihr in einem anderen Video. Ich hoffe, ich konnte Ihnen unser Präzisionshackgerät Jobstar Twin etwas näher bringen und mehr Details dazu gibt es auf unserer Homepage.